flippiger Roadtrip. Roadtrip! 8 Uhr morgens auf dem Weg, nee, wie heißt das? 8 Uhr morgens Hamburg, die Frisur sitzt. Ja? Ist es nicht eher 8 Uhr morgens in Deutschland? Mal den Hammer weglegen. Zeit für ein Frühstückchen. Lieben Gott, einen guten Mann, Alter. 8 Uhr morgens in Deutschland. Ah, Emo! Oh nein, ich will mich doch nur anpassen. Angepasste Emos, Ich kann doch nicht normal. Emo, hier, das ist eine Einbahnstraße, ne? Ich weiß. Du kannst da hinten nicht rüber. Du hast es voll nicht. Alter. Na gut, okay. So wie Martin, der ist ja auch schon mal durch die Einbahnstraße gegangen. Falsch. Moonwalk ist ja. Natürlich. Ich wollte ja nur mal testen, ob ihr aufmerksam seid. Wo fahren wir jetzt hin, Gregor? Wir fahren jetzt aus dem schönen Hamburg ins noch viel schönere Bonn, weil die Animagic findet gerade statt. Die größte, schönste, beste Anime-Convention. Ich meine, in dem Zusammenhang diese Worte zu verwenden, ist meist ein bisschen komisch. Die, ja, rein zufällig jetzt stattfindet und wir machen uns auf den Weg dahin. Fröhliche 4 Stunden im Auto und dann Feierei. Sound, Gregor? Ja. Is the beat killing you, Gregor? Ich möchte einfach nur auf die Toilette und pissen. Ich muss auch ein bisschen. Ja, ich auch. Schluss, Schokli! Die Frage ist, ob wir überhaupt ankommen. Gregor hat leichte Probleme mit dem Navi. Ich bin Ausländer, es ist ein bisschen schwierig, dann das auf Deutsch einzutippen. Außerdem, dieses Navi ist nicht besonders... Hast du das eigentlich deswegen gemacht, dass die Leute dich nicht mehr finden bei Facebook, dass du deinen Namen jetzt so auf Kyrillisch geschrieben hast? Es ist nicht Kyrillisch, das sind griechische Buchstaben, verdammt nochmal. Ich habe es gemacht, weil es lustiger aussieht und vor allem authentisch ist. Ja, ich bin ja nun mal der Grieche. Außerdem steht da mein Name so, wie er im Pass auch steht. Man kann dir irgendwie jetzt Sachen nicht mehr wirklich schicken, weil man dich ja nicht sucht. Man kann mich mittlerweile wieder suchen, weil man kann die Option einstellen, dass man auch einen Suchnamen sozusagen hat. Ah. Ja, das heißt, wenn du jetzt Gregor eintippst, findest du mich auch. Okay. Und nicht mehr unter... Gregor. Ich spreche mal für deine Ohren. Chabubu, chabubu. Chabubu. Gregorius. Hast du geschafft oder was? Ich schätze mal, weiter auf Strö. Knusperschubli, ist lecker.
Wir befinden uns derzeit kurz beim Dreieck Bonn-Nordost. Gerade kurz hinter Königswinter. So früh stellen wir fest, dass der eine Akku leider leer ist. Nee, das geht nicht. Eiter? Kurz. Ich hab kurz geschickt. Nee, der dürfte lange genug halten. Der andere Akku dürfte lange genug halten, aber das Kopflicht wird heute leider ausfallen. Wie siehst du die Lage, Gregor? Ich sehe sie nicht besonders hell erleuchtet am Kopf. Aber ich muss sagen, es ist vielleicht auch vom Vorteil, weil Kopflicht und Glatze passt meist nicht so gut zusammen. Es geht hier aber auch weniger um dich, Gregor, als vielmehr um mich. Was denkst du noch? Das hast du wieder ein bisschen vergessen. Ja, ich verstehe schon. Habe ich mich hier wieder drauf eingelassen? Immer Lust haben, ein paar Knusper-Schoklis? Apropos eckiges Gesicht. Da staunen wir aber! Ja, ganz ehrlich, du hast jetzt noch mehr Stau. Zeit für ein besseres Wortspiel. Nee, wie besser als Staunen bei Stau geht. Geht es nicht? Geht kaum. Hier am Auerberg. Da müssen wir auch hin, leider. Bonn-Auerberg, yo. Yo, Bonn-Auerberg, Posse, what up? Ja, sind auch nach Grauhain. Oh, wie schön in Bonn! Ist das schön hier! Nicht Grau-Rheindorf, Grau-Rheindorf. Dieses schöne Grau. Grau? Grau-Grün-Braun. Grau, grau, Grau-Grün-Grau-Gelb. Grau-Rheindorf. Geschmier. Bonn-Grau. Hier kommst du her, Anne. Und Auerberg. Oh, ja, sicher. Ja, nicht direkt aus. Bist du deshalb Emo geworden? Ich bin da nur verkleidet, verdammte Scheiße. Meinst du jetzt? Bin ich traurig. Nicht ritzen. Nicht ritzen! Ja, aber wenn du traurig bist, ist es auch authentisch, Anne. Ich wäre auch ein Emo, wenn ich hier aufgewachsen hätte gewesen sein müssen. Ja. Alter. Und nicht nur Analphabet, ja? Ist das nicht schön hier? Das ist unfassbar unschön. Ja, achso, ja klar. Deshalb kommen ja auch die Rapper her, weil das hier auch gleich so ein Ghetto ist. Eben. Wenn es. Nee, hier ist doch noch normal. Das ist noch normal. Achso, okay. Dann möchte ich geil wissen, wie das Ghetto aussieht. Es gibt schon Menschen. In Bonn sind die Straßen menschenleer. Es ist ein bisschen unheimlich. Wir haben noch niemanden gesehen. Wir haben, ich sag doch, wir haben noch niemanden gesehen. Da, ich sehe eine was? Person. Oh ja, Person. Na gut, bei und Person ist da ein bisschen übertrieben. Kann auch ein Gewächs sein. Oh, ich habe dasselbe Hemd. Wir sind jetzt gleich da. Oh, da ist hier, da sind schon so bunte Leute. Hier, Frisuren. Hier ist was los, du! Hier ist was los! Das ist ja schon. Hey, was ist das denn? Der König! Der König! Der war als Nerd verkleidet. Hier ist ja was los, du. Komm, Fenster runter. Ich frag die mal, ob die wissen, wo hier die Animagic ist. Ja. Wann die machen? Wisst ihr zufällig, wo die Animagic ist? Die soll hier irgendwo sein. Da, oben die Halle ist das. Ja? Einmal ja. Cool. Wohnt ihr hier? Kennt ihr euch aus? Was? Wohnt ihr hier? Nein. Gut, okay. Danke. Bitte. Gut, dass die sich auskannten. Ja. Echt Zufall. Wenn wir mal ein paar Cosplayer sehen, müssen wir unbedingt anhalten. Ja. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Oh Gott. Da, was ist das? Warum? Ja, wir können, glaube ich, erstmal gleich. Ich glaube, wir brauchen gar nicht reingehen. Lightning. Super. Nee, Gregor, ich gehe hier nicht raus aus dem Auto. Hier ist was los. Und diese schmutzigen alten Männer mit ihren Kameras, die hinter den kleinen Mädels hinterher gieren. Dir ist die Ironie bewusst, oder? Was? Achso, das war ich. Ja, stimmt. Ja gut, aber ich tue alles für den Journalismus und für Comedy. Kaum was Schmutziges dabei. Aber das ist das, was mich so ein bisschen so wundert, weil Nerds sind ja häufig auch nicht so attraktiv und teilweise sind diese Mädels ja gar nicht mal so schlecht. Die haben also, ja, aber die haben auch auf sich geachtet, so, die essen nicht die ganze Zeit nur Chips. Hier, Crew, Klapp und Lounge, Gregor, weißt du, wo wir heute Abend noch hingehen? Man hier in Bonn und Mariti Party. Parksituation sehr problematisch. Die Kollegen wollen uns leider keinen Parkplatz mehr geben.
Deshalb fährt Gregor jetzt hier hin. Ich halte den Parkplatz so lange frei. Gregor wird da wenden. Kannst du da wenden? Kannst du da irgendwie wenden, Gregor? Ja. Genau. Gregor, ein Meister des Wendens, wendet genau vor dem Wagen, sodass er eben nicht davor fahren kann. Sehr, sehr gut. Bleibt noch mal kurz hängen, um das Ganze spannend zu machen. Jawoll. Perfekt. Achtung, überfahre nicht das kleine Schulmädchen. Okay, gerade hingekriegt. Hallo. Hi. Meine bezaubernde Assistentin Nummer 1. Meine bezaubernde Assistentin Nummer 2. Das ist Max. Meine Geheimverkleidung, die mir meine Assistentin Nummer 1 geschneidert hat. Gregor heute in seiner Gregor-Verkleidung. Ja, ich habe mich verkleidet als... Zeig her, Gregor. Ja. Chaz. Ashley. Nerd. Wissen wir, wie Gregors Kind heißen wird? Wie wird es heißen? Ach ja, Kratos Ideo. Kratios. Mit Bindestrich. So. Anne macht jetzt gerade mal die Kamera fertig. Fein. Anne hat Sternen in den Haaren. Sternen in den Haaren. Das ist aber richtig. Meine zwei bezaubernden Assistentinnen. Die normalerweise, früher hießen sie Purple und Green, jetzt heißen sie, glaube ich, Orange und Hellblau. Oder Türkis und Rot. Ja, wer ist so damit? Oh, das hier, wie heißt die nochmal? Strawberry. Okay. Wie hieß sie denn auf Deutsch? Emily Erdbeer. Emily Erdbeer und Geppetto, der Holzfäller. Stativ lassen wir hier, was? Ja. Mami. Ah, fuck. Ah, gut. Ich habe mit Lippenstift das Tattoo aufmalen lassen. Was bitte? Ich habe mit Lippenstift das Tattoo aufmalen lassen. Was ist das nochmal für ein Tattoo? Das ist das Fairy Tale Zeichen aus Fairy Tale. Ein Gildenzeichen. Das ist die Papu. Aus Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, ist das nicht dein Lieblingsspiel, Gregor? Ja, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Ich liebe Kingdom Hearts. War das sarkastisch oder ernst? Sie hat das Gesicht schon auf jeden Fall dafür. Wer ist das? Ein Fake-Cosplay. Achso, gibt es nicht in Wirklichkeit, oder meinst du? Aha. Doch, aber... Ach, das ist, weiß ich doch, das ist doch Sam Fischer. Hast du Sam Fischer gesehen? Ja. Mit Titten? Also, guck mal, die haben mehr Equipment als wir auf dem Dreh. Zu schnell abgelenkt. Sieht genauso wie Gregors Hinterkopf. Ja, gut. Ja, aber wir haben ganz kurz eher halt auf der grünen Seite. Nee, wir haben keine Zeit. Machen. Der ist aber schmierig. Wir auch machen, ja. Ich muss dringend mein Hasenkostüm anhaben, damit ich diese schmierigen Fotografen. Ja, ich könnte dich ja melden, wenn du mich seht. Oder? Ja. Weg von meinen Hasenmädels! Thank you.
Diese beiden sind als Gebüsch verkleidet, der gemeine Rhododendron und eine Wiesenhecke. Gerade ist ein Bus angekommen mit sehr vielen Cosplayern, die sich als Rentner verkleidet haben. So authentisch sind die auch, ja? Guck mal, diese Liebe zum Detail. Das ist echt nicht schlecht. Nerd-Rentner. So, ich habe hier gerade zwei ganz, ganz verrückte Anime-Figuren entdeckt. Ich weiß aber nicht genau, wo die genau herkommen. Ich werde das jetzt einmal ermitteln. Ja? Also, Entschuldigung, habt ihr einen Moment Zeit für mich? Ja, sag mal, ich glaube, ich kann euch erkennen, wo ihr herkommt, aber ich weiß nicht genau, welcher Anime das ist. Was für ein Anime stellt ihr denn da? Wir sind aus den Simpsons. Das ist ein US-Comic. Aber ein US-Comic ist doch kein Anime, oder? Normalerweise nicht, aber es ist mal was Ausgefallenes. Das gibt es noch nicht so oft. Okay, und ihr habt euch entschlossen, dass ihr jetzt als, wie ist es nochmal, Simpsons? Das muss was Neues sein, oder? Nee, das ist nichts Neues, das ist schon sehr alt und gibt es schon Ewigkeiten auch im deutschen Fernsehen auf ProSieben. Na gut, mit Fernsehen haben wir nichts zu tun und ganz besonders nicht mit ProSieben. Deshalb habe ich es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und Uke, was denkst du? Ich habe was im Auge. Der beste Moment. Und für alle, die. Nimmt er jetzt auf oder? Ah ja. Ja. Und jetzt hat Gregor ein bisschen Hunger. Ja. Nach einem Tag der Lauferei kommt jetzt ein Tag der Völlerei. Wir warten jetzt, bis du alles aufgegessen hast. Echt? Ah ne, nee, Moment. Du nimmst gar nicht auf, oder? Doch. Schön Energie zurück. Anne malt gerade in das Kornhorn von Melina. Ja. Erkläre doch mal Uke, was bedeutet Uke auf Japanisch? Nein. Gute Laune! Gute Laune! Auf Knopfdruck, super. Kannst du das bitte nochmal wiederholen, lieber? Was hast du nochmal? Ich habe das künstlerische und zeichnerische Talent eines Viertklässlers. Also eines Viertklässlers, der sich beide Hände gebrochen hat. Dann ein bisschen so ein Fußballtrikot an, oder? Mach ich ihm eine 4. Hi, ich möchte anmerken, dass dieser Tag sehr cool war und dass ich jetzt einen mega fetten Muskelkater in meinen doch so dünnen Armen habe. Von die ganze Zeit Kamera hin, her, hoch, runter. Und ich möchte auch sagen, dass Uke ein wunderschönes Kostüm anhat. Und dass mein Kostüm aber um Längen süßer ist, weil da sind einfach mal ganz viele kleine Eiscreme-Törtchen drauf. Emo. Und der hat einen Schnurrbart. Ja, süß, oder? Ja. Ja, das ist mein Kostüm. Nicht sehr ausgefallen, aber ich habe leider nichts anderes da gehabt. Ich fand es auch sehr interessant und ich möchte gerne nächstes Jahr wiederkommen. Und ich möchte mich auch so schön verkleiden. Fragt sich nur, wie ich das machen soll. Wir kommen nächstes Jahr wieder alle in schöner, schöner Verkleidung. Alle in schön. Nächstes Jahr kommen wir in schön. Und Uke prügelt sich mit einem Tennisspieler.
Ja. Ding. Tankstelle. Jip, 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 jip. Tankstelle. Ja, jip. Sprit kannst du sagen in beiderlei Hinsicht. Sprit. Stimmt, oder jip. Ich danke erstmal, dann gehen wir rein und kaufen eine machen. Genönse, ja? Oder wollt ihr schon? Nee, mach doch mal, ich brauch nur Bier. Es ist alles sehr einfach. Nach getaner Arbeit, ne, hat so ein sogenannter Maurer der Medien, wie ich mich auch gerne mal selber bezeichne in frohen Stunden, auch mal das ein oder andere Bier verdient, ne? Oder nicht? Ja, sicher. Das ist so dunkel, man sieht hier eh gar nichts. Und vor allem du. Emo. Richtig, ich wollte es gerade auch sagen. Emos kann man im Dunkeln nicht sehen. Die zerfallen ja auch bald nicht zu Staub. Can I say it's Friday, Friday, getting down on Friday. Gotta make Friday long weekend, weekend. Friday, Friday, getting down on Friday. Bye-bye. Fun. Looking forward to the week. Today was Thursday. Today it is Friday. We so excited. We gonna have a ball today. Tomorrow is Saturday. Comes off the woods. I don't want this weekend to end. It's Friday, get down on Friday. What? Weekend. Every down. He must have a fun. Partying. Fun. Looking forward to the weekend. Close my eyes, so clean. Pots. Looking forward to the weekend. Aber es ist gar nicht Freitag, oder? Es ist Samstag. Ich brauche jetzt nicht 2 Stunden. Ah.
Das wird aber sehr, sehr hart. Das wird aber hart. Dunkel. Da steht Unke. Komm schon raus, ey. Natürlich nicht. Nein. Das wurde auch. Kommt mit, haben diesen Nickerchen gemacht.